Grüß Gott und herzlich willkommen zum Mitschnitt der vorletzten Sitzung der Grundfragen des Mathematikunterrichts. Vielleicht zur Erinnerung, in der ersten Hälfte der Sitzung hat mich wieder Frau Deweis-Weidlinger vertreten. Deswegen gibt es von der ersten Hälfte keine Aufzeichnung und ich muss hier ein paar Sachen live nachtragen. Ein paar Sachen sind dann aus der Aufzeichnung vom Vorjahr. Genauer, ich zeige am Anfang kurz nochmal die Prüfungsleitfragen her. Und dann gibt es so ziemlich genau die Hälfte zu Standards M8 als Aufzeichnung vom letzten Jahr. Und ab da, wo es bei den Standards M8 dann um die Testung geht, ist das dann der Mitschnitt von diesem Jahr. Entschuldigen Sie bitte, dass das deswegen auch wegen diesem aufwendigen Neuschneiden etwas länger gedauert hat, bis das Video dann fertig geworden ist. Hier sehen Sie die Leitfragen zum ersten Block. Die durchgestrichenen Fragen entfallen dabei. Sie müssen also nichts zur Abgrenzung von unmittelbarer und mittelbarer Lebensvorbereitung bei Heimann sagen können. Und Sie müssen auch nicht erklären können, warum Expertinnenausbildung und Allgemeinbildung bei Roland Fischer jeweils andere Schwerpunkte haben. Bei den Lerntheorien bzw. den didaktischen Prinzipien müssen Sie nicht zwischen deklarativem, prozeduralen und metakognitivem Wissen unterscheiden können. Und Sie haben entschieden, dass Sie auch nichts zu globalen bzw. fundamentalen Ideen gefragt werden wollen. Bei den Grundformen mathematischen Arbeitens müssen Sie nicht erläutern können, warum es beim Argumentieren und Begründen im Mathematikunterricht einerseits um mehr und andererseits auch um weniger geht, als etwas über Beweise zu lernen. Und außerdem wollten Sie auch nichts dazu schreiben müssen, wieso man bei Verfahren im Unterricht mehr tun muss, als auf die Beherrschung der Verfahren zu achten. Ich hoffe natürlich, dass Sie das trotzdem wissen. Beim letzten Block gebe ich die Fragen aus Zeitgründen vor. Erstens, was sind Lernziele und welche verschiedenen Dimensionen von Lernzielen lassen sich unterscheiden, samt Erläuterungen und Beispielen? Zweitens, was versteht man unter der Operationalisierung von Lernzielen? Wozu dient diese und welche Grenzen hat sie andererseits? Drittens, was versteht man unter sowas wie Unterrichtsformen, Sozialformen und Arbeitsformen und wie hängen die miteinander zusammen? Dazu gehört übrigens auch, sich mit Vor- und Nachteilen der wichtigsten Methoden, wie Sie im Video dann auch nochmal sich anschauen können, auszukennen und insbesondere diese in dieses Entscheidungsfeld für Unterrichtsmethoden nach Wiechmann einordnen zu können. Viertens, was ist mit Blick auf die drei Heterogenitätsaspekte Gender, sprachliche Hürden und Verständnishürden für Mathematikunterricht zu beachten? Und schließlich fünftens, welche Aufgaben oder Aufgabentypen eignen sich zum Überprüfen der unterschiedlichen Handlungsbereiche der Kompetenzen gemäß Standards M8? Da also Beispiele einordnen können oder selber eine Fragestellung angeben können. Und jetzt kommt dann zunächst der entsprechende Mitschnitt aus dem Vorjahr. Wir steigen ein beim Dilemma der Leistungsbeurteilung. Warum ist das so schwierig mit der Leistungsbeurteilung? Die Leistungsbewertung erfüllt mehrere Zwecke, die nicht unbedingt miteinander vereinbar sind. Rückmeldung für die Schülerinnen, die sollen erfahren, wo sie stehen und inwieweit sie die Lernminusziele bereits erreicht haben. Da sehen Sie, ich habe Copy und Paste gemacht. Andererseits holt sich auch die Lehrperson Informationen über die Unterrichtsqualität und eventuellen Förderungsbedarf. Und zum Dritten werden die Schüler selektiert. So, und jetzt könnte ich ja sagen, also wenn ich mir Rückmeldung zu meiner eigenen Unterrichtsqualität holen will, ist es ja ideal, wenn ich ihnen allen Einser gebe. Das widerspricht natürlich so ein bisschen dem Gedanken der Selektion, weil dann verweigere ich die Selektion einfach, indem ich niemanden selektiere. Und andererseits ist es auch, Sie erfahren ja auch nicht wirklich, welche Lernziele Sie erreicht haben, wenn ich Ihnen dann immer einen Einser gebe. Andererseits ist es vielleicht auch so ein Schutz, weil allen Fünfer geben wird auch nicht funktionieren. Dann sagt man hier mal, das ist ein großes Problem bei Abschlussprüfungen. Also es traut sich eigentlich niemand in diesen kommissionellen Abschlussprüfungen im Lehramt jemanden Fünfer zu geben, weil man dann immer denkt, naja, das ist ja auch ein bisschen meine Schuld. Der ist jetzt hier am Ende des Studiums und bringt das immer noch nicht zusammen. Ach, kriegt er halt noch einen Vierer. Ja. Also das, was man da sagen kann, an sich ist das nicht in Ordnung. Aber da kann man schon sagen, also das ist nicht so leicht, weil man dann auch weiß, ah, da hängen doch mächtige Konsequenzen dran. Und dann sagt man so, ach, der wird das schon in der Schule noch irgendwie lernen. Aber im Grunde genommen könnte man auch da sagen wieder,
man nimmt hier seine Selektionsfunktion nicht ernsthaft wahr. Gut, ja, dann gibt es jetzt den anderen. Die Idee wäre jetzt, der Lehrer soll halt nicht mehr die Schüler selber bewerten, sondern das muss von außen kommen mit irgendwelchen standardisierten Tests. Und im Grunde genommen sind ja alle drei Dinge, über die ich heute erzählen könnte, aber das zeitlich wahrscheinlich eher nicht schaffe, sind ja Formen von standardisierten Tests. Und die haben gewisse Vorteile. Also ich muss schon mal, bevor ich so ein Unternehmen wie PISA oder die Standards oder die Zentralmatura starte, mir vor Datenerhebung überlegen, was will ich eigentlich haben, und muss sagen, welche Leistungen sollen da gemessen werden. Das muss auch irgendwie begründet werden, sonst kriege ich gar kein Geld für so ein großes Projekt. Und dadurch steigt die Transparenz der Anforderungen. Also in der Regel ist da irgendwie klarer, was Sache ist. So, dann hat man natürlich insbesondere bei PISA und auch bei den Standards, hat man sehr deutlich Sozialnormen. Die messen gar nicht zwingend kriterial. Zum Beispiel diese berühmte Risikogruppe bei PISA, das sind einfach international gesehen die 20% schlechtesten Schüler. Aber das sind jedes Mal, wenn PISA läuft, sind 20% sind die Risikoschüler. Die Unterschiede entstehen nur, manchmal hat man halt 23% Risikoschüler in Österreich und manchmal hat man 18%. Aber international sind immer 20% Risikoschüler. Wo die sitzen, das kann sich ändern, also man kann schon besser werden. Aber es ist eine Sozialnorm. Der Vorteil ist, man hat viel größere Stichproben, anhand denen das kalibriert wird, als wenn ich sage, eine einzelne Klasse. Und dann kann man sagen, dann ist das vielleicht eher okay. So, und dann, was auch passieren kann, ist das Aufdecken blinder Flecken in Unterricht und der Beurteilung. Das meint so, dass durch so Unternehmungen wie PISA und auch die Zentralmatura und auch die Standards Dinge, die schon sehr lange im Lehrplan gestanden haben, ne, ich hatte Ihnen ja vorgelesen, im Lehrplan steht, Sie sollen den Leuten nicht nur die Verfahren einbimsen, die aber in Wirklichkeit nicht so richtig vorgekommen sind, seit es dann jetzt aber Prüfungen gibt, die von außen administriert werden, wo doch auch so begriffliches Verständnis reinkommt, wo außer mathematische Anwendung vorkommt, werden die dann auch auf einmal im Unterricht berücksichtigt. Was irgendwie nicht passiert, wenn man das ganz, scheinbar nicht passiert, wenn man das ganz in den Händen der Lehrer lässt. So, es gibt auch massive Nachteile von so standardisierten Prüfungen. Es ist schon mal klar, dass man sich auf bestimmte Aufgabentypen und Auswertungsformen beschränken muss. Jetzt könnten Sie sagen, für mich ist eigentlich total wichtig in der Oberstufe so ein Schüler, der muss in der Lage sein, auch mal so ein einwöchiges Projekt, wo der sich richtig in eine mathematische Problemstellung reinfuchst, das eigenständig zu bearbeiten. Das ist mir das Wichtigste. Ja, das kriegen Sie wohl nicht in die schriftliche Zentralmatura-Prüfung oder PISA abgebildet. So, und auch andere Dinge, jetzt kann man auch sagen, wenn man jetzt so PISA hernimmt, hat man dann immer also Lesen, Sprache, Mathe und Naturwissenschaften, aber da können Sie sagen, mir sind andere Dinge viel wichtiger. Ja, mir ist viel wichtiger, dass die Menschen sich nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen. Ja, aber nicht Köpfe einschlagen, PISA gibt's noch nicht. Also auch da schon von dem Inhalt her. Das meint dann auch so ein bisschen das Zweite, Sie konzentrieren sich inhaltlich auf weniger Ausschnitte der Leistungsprofile, die letztlich gut messbar sind. So, und dann ist das natürlich trotzdem immer noch so, auch standardisierte Prüfungen sind Prüfungen und als solche punktuelle Erhebungen, ne, da kann es immer mal sein, dass jemand einen schlechten Tag hatte und so weiter. Das heißt, auf Individualebene sind die mal relativ gefährlich. Sie können jetzt wieder sagen, PISA-Test, also sich beim PISA-Test damit ausreden, in ganz Österreich hatten alle Schüler einen schlechten Tag. Normalerweise sind die viel besser als die Finnen. Also das wird nicht funktionieren. Ja, da kann man sagen, auf globaler Ebene ist das kein Problem. Da kann ich immer noch sagen, da sind die Messwerte irgendwie halbwegs verlässlich. Aber auf individueller Ebene bleibt das Problem. Das wird sogar noch etwas schlimmer. Bei den Standards ist es besonders merkwürdig, dass man da sagen kann, Ihre Messgenauigkeit erzielen eigentlich die Standardsüberprüfung dadurch, dass sehr viele Aufgaben getestet werden, so ich glaube irgendwie so 72 oder so. Und die braucht man auch, weil es gibt 16 Knoten bei den Standards, die da zu überprüfen werden. Aber jeder Schüler kriegt natürlich nicht alle 72 Aufgaben. So, und dann macht man das so, dass man da so quasi so hochrechnen kann.
Aber in den Werten, die ein einzelner Schüler hat, sind dann quasi so Hochrechnungsergebnisse mit drin. Und das ist so ein bisschen schwierig. Ich meine, bei den Standards kommt noch hinzu, die Daten sind erst ausgewertet, wenn die Schüler gar nicht mehr an der Schule sind, wo sie den Test gemacht haben. Also ist das für die komplett witzlos, ja, die Standardüberprüfung an der Stelle. So, und dann steht da noch, ihre prognostische Validität ist ähnlich unsicher wie die der Noten. Das heißt also, ob man dann nachher Erfolg hat, da sind Schulnoten letztlich auch nicht schlechter als standardisierte Testergebnisse, weiß man so aus den USA. Ist beides eher so mittelmäßig, also da bringt es keine Vorteile. Gut, Standards. Wann ging das Ganze so los? Angeblich 2002. Im Oktober 2004 gab es ein erstes Standardkonzept mit Orientierungsaufgaben. Und dann irgendwann, hier so 2006, hat dann hier das Institut für Didaktik der Mathematik, österreichisches Kompetenzzentrum für Mathematik sind wir übrigens auch noch, oder sind wir da geworden, einen Vertrag mit dem damals Bundesministerium für, keine Ahnung, Bildung, Wissenschaft und Kultur, nehme ich mal an. Das ist das Ministerium, was unter jeder Regierung irgendwie anders heißt. Ne? Mal kommen die Frauen dazu, dann kommt die Kultur wieder raus. Jetzt ist wieder Wissenschaft und Bildung zusammen. Bei der letzten Regierung war es getrennt. Also das Ministerium heißt eigentlich maximal 3 Jahre so und dann heißt es eh wieder anders. Mit jedem Minister, der da kommt, werden irgendwie die Agenten da neu gemischt. So, dann gab es 2008 eine Verordnung. Ab da bin ich übrigens auch dann involviert. 2008 bin ich nach Klagenfurt gekommen. Und dann Entwicklung von Test-Items am IDM, da war ich dabei. Ich hatte die Teilgruppe Geometrie habe ich geleitet für die Entwicklung von Test-Items für die 2012er Prüfung. Und jetzt bin ich quasi der Chefaufseher für die Test-Item-Entwicklung für 2020. Da muss ich am Samstag, fahre ich da nach Salzburg ins Bifi und rede mit Lehrern. Was sind und sollen die Standards? Frau Schneider schreibt dazu, die sollen normativ präskriptiv Kompetenzen festlegen, die Schülerinnen und Schüler bis zum Ende einer bestimmten Schulstufe entwickelt haben sollen. Das nennt man dann auch eine Form der summativen Leistungsfeststellung. So am Ende von so einem Jahrgang wird geguckt und sie haben wieder normativ präskriptiv, also es soll eigentlich eine Norm gesetzt werden. M8 sind dann Standards Mathematik am Ende der 8. Schulstufe. Es gibt auch M4. Und D4, das ist halt für die 4. Schulstufe. Es gab auch mal ein Projekt M12. Das ist dann aber aufgelöst worden, als die Entscheidung für die Zentralmatura kam. Weil da hat man gesagt, okay, dann brauche ich am Ende der 12. nicht irgendwie noch einen Test machen, wenn die dann eh zentral maturieren. So, was will man mit den Standards? Diejenigen, die überhaupt haben wollen, muss man ja sagen. Das will ja gar nicht jeder. Da gibt es durchaus Unterschiede. Manche Fachdidaktiker finden das super, manche finden das nicht so super. Viele sind eher indifferent und sagen, naja, wenn die Politiker das wollen, dann muss man das wohl machen. Ich bin da auch eher so in dem indifferenten Feld persönlich. Die Idee wäre, dass man Unterricht verändert. Also das ist auf jeden Fall der Hintergedanke von diesen hinterfotzigen Fachdidaktikern, die sich an Standards beteiligen. Die wollen natürlich, dass die Lehrer ihren Unterricht verändern. So. Aber auch vielleicht, dass sowas wie eine Vereinheitlichung und Vergemeinschaftung von Wissen entsteht. Und da würde ich auch sagen, ja, das, also in einem gewissen Bereich sehe ich das schon auch ein. Da würde ich auch sagen, also es kann ja nicht sein, dass was die Unterstufe erfolgreich absolvieren, bedeutet jetzt an jeder Schule in Österreich was ganz anderes ist. Also dass man da so einen ganz individuellen Maßstab hat. Weil dann wird es ja auch schwierig für die Leute, die dann in der Oberstufe sind, worauf können die sich eigentlich einstellen. Also da gibt es schon sowas, wo man sagen kann, na, eine gewisse Verbindlichkeit zu sichern. Und das sehen viele Fachdidaktiker, sind eigentlich Fans von so Mindeststandards, wo man sagt, nicht zu viel vorschreiben, aber das soll dann auch irgendwie gesichert werden. Und was ihr darüber hinaus macht, das ist quasi so eure eigene Sache. So, bildungspolitisch möchte man ein Instrument zur Output-Steuerung und Output-Kontrolle. Ja, da will man halt sehen, wie gut funktioniert eigentlich Schule. Man will ja vielleicht auch sowas wie den Schulversuch Neue Mittelschule irgendwann mal evaluieren und sagen, hat das jetzt eigentlich was gebracht? Und da wären natürlich auch so Daten darüber, wie ist eigentlich die Leistungsentwicklung
in diesen Schulformen ganz hilfreich. Da helfen sich ja Standards. So, jetzt für, das ist, glaube ich, eigentlich ursprünglich, Herr Peschek teilt das dann so aus, dass er meint, Output-Steuerung meint schon bei der Konzeption, Planung und Durchführung von Unterricht daran denken, dass die Schülerinnen in den Standards dargelegte Fähigkeiten tatsächlich entwickeln können. So, böse Zungen sagen jetzt wieder, aha, Output-Steuerung bedeutet Teaching to the Test. Ja. So, und dann sagt Herr Peschek immer, der ist jetzt seit ein paar Jahren pensioniert, aber der sagt dann immer, ja, das ist ja auch gar nicht schlimm, intelligentes Teaching to the Test ist ganz in Ordnung. Also ich habe ja gar nichts dagegen, dass die Schüler die Fähigkeiten erwerben, die sie brauchen, um dann bei diesem Standardtest erfolgreich zu sein. Das ist ja quasi Sinn und Zweck der Übung. Aber was die Kritiker meinen, die sagen Teaching to the Test, die meinen natürlich, naja, dass es da eben einen Unterschied gibt zwischen Performance und Kompetenz. Output-Steuerung würde meinen, die Kompetenzen werden tatsächlich erworben. Teaching to the Test wäre ein künstliches Aufblähen von Performance, wo in Wirklichkeit gar keine Kompetenz dahinter steht. Durch sehr gezieltes Training, meinetwegen von Aufgabentypen, wo dann leichte Variationen des Aufgabentyps bezogen auf eigentlich dieselbe Fähigkeit schon dazu führen würden, dass das nicht mehr funktioniert. Und es gibt auch gewisse Untersuchungen aus den USA, die nahelegen, dass sowas möglich ist. Da gibt es schon sehr viel länger standardisierte Tests. Und da hat man gemerkt, also da wird alle 10 Jahre wird mal ein neues Testverfahren eingeführt. Und da geht das mit den Leistungen, hast du dann so eine Sägezahnkurve. Über 10 Jahre nehmen die Leistungen stetig zu. Dann wird der neue Test eingeführt. Dann sacken sie wieder ab auf das Niveau von ganz am Anfang. Dann haben sie wieder 10 Jahre lang den Test, dann geht das so langsam hoch, so und so weiter. Das Problem, dass man sich an die Testformate quasi gewöhnt und das wahrscheinlich dann immer noch nicht absolut sichergestellt ist, dass die Kompetenzen da sind. Also dass man quasi ja, auf einem Oberflächenlevel gewisse Dinge dann kann, die ist schon da. Das macht, glaube ich, auch die Schwierigkeit im Moment aus bei der Zentralmatura-Prüfung. Die Lehrer versuchen immer mit den Aufgaben vom letzten Jahr zu lernen. Und die Leute, die da sitzen im Ministerium, haben aber wirklich den Anspruch, also wir testen die Grundkompetenzen und wir testen nicht 10 verschiedene Aufgabentypen. So, und dann kommt auf einmal, dieses Jahr ist meinetwegen das mit den Vektoren mit der und der Art von Aufgabe getestet worden, dann rechnet nächstes Jahr jeder damit, das wird mit einer ähnlichen Art von Aufgabe getestet, dann wird aber eine andere Art von Aufgabe getestet und dann geht das auf einmal total in die Hose. Das lässt sich eigentlich nur dadurch lösen, dass man wirklich genauer die Aufgabenformate ansagt. Und wenn Sie mal schärfer hingucken, zum Beispiel Länder, die schon sehr viel länger zentrale Abschlussprüfung haben, wie Bayern. In Bayern war das ganz klar, da gibt es irgendwie 15 verschiedene Typen von Aufgaben, von denen kommen halt jedes Jahr 4 dran. Die hat man dann geübt und dann ist man da durchgekommen. Ja. So, aber das ist dann wieder eigentlich Performance künstlich gesteigert gegenüber einer Kompetenz, die gar nicht da ist. So, was sollen jetzt Standards sein? Also nur grundlegende Kompetenzen betreffen, die allen Schülerinnen und Schülern zugemutet werden müssen und eher leicht objektiv überprüfbar sind. Da haben Sie das wieder, was vorhin kritisch beim Brügelmann stand. Natürlich schränkt man das Leistungsspektrum ein. Gewisse Dinge sind in so einem standardisierten Test schwerer zu messen. Jetzt gibt es zum Beispiel wieder Diskussionen bei dieser informellen Kompetenzmessung. Die kann man in der 7. machen, ein Jahr bevor die Standards sind, so freiwillig alle Schüler können das machen, wenn die Lehrer da sie anmelden. Das ist rein online. Da kommen zum Beispiel nie Aufgaben zum Konstruieren vor, weil das technisch einfach zu aufwendig ist, da irgendwas zu machen. So. Also, und das liegt ja nicht daran, dass das Konstruieren jetzt nicht wichtig wäre oder so. Das liegt einfach daran, dass das technisch nicht gut geht und deswegen wird das dann nicht gemessen. So, dann war der fromme Wunsch, dass in einer durchschnittlichen Schulklasse die Vermittlung der Standards nur einen Teil der Unterrichtszeit, die Klagenfurter haben da immer gesagt, so ungefähr 50% beanspruchen sollte und 50% Zeitraum für die Vermittlung weiterführender, höherer und prozessorientierter Kompetenzen bleiben.
Ich würde mal meinen, sehr klar in den neuen Mittelschulen ist das Illusion, also nie im Leben. Die brauchen 200% der Unterrichtszeit für 50% der Standards. Ja, und nicht 50% der Unterrichtszeit für 100% der Standards. Versuchen sind eigentlich Leistungsstandards, okay. Und dann steht hier drunter ein Mathematikunterricht, das ist typisch Peschek. Also, ein Mathematikunterricht, der sich auf die Vermittlung von Standards beschränkt, ist armselig. Ein Mathematikunterricht, der auf die Vermittlung von gut begründeten Standards verzichtet, ist inakzeptabel. Sehen Sie, so richtig schön dialektisch. Also das, und das wäre natürlich, sicher ist das die Idee. Und das ist auch die Idee, wo viele Fachdidaktiker und ich im Prinzip auch mitgehen, dass man sagen muss, naja, man muss schon einen Bereich festlegen, wo man sagt, das sollten eigentlich alle können. Und da kann man sich dann auch irgendwie nicht rumreden und dann sagen, ja, aber dafür kann er so schön singen. Also es gibt wohl auch einen Bereich, wo man sagen kann, eigentlich sollte kein Mensch die Schule verlassen, auch im mathematischen Bereich, ohne wenigstens die und die Fähigkeiten ermittelt zu haben. Mein Verdacht wäre allerdings, dass die Standards, die man derzeit hat und wie die Aufgaben da zusammenstellen und so, gehen da weit drüber hinaus. Das alles hier spricht ja eher für Minimalstandards. Und das, was aber tatsächlich da umgesetzt ist, ist deutlich mehr als so ein minimaler Standard. So, dann steht hier, wie werden die Standards ausgewählt? Normativ, aber nicht willkürlich. Das heißt, man will etwas und was man will, begründet man aber auch unter anderem bildungstheoretisch. Also einerseits orientiert man sich natürlich am Lehrplan. Dann hat man auch mal zumindest bei der Bildungsstandards Version 3.0 ein paar Lehrerinnen und Lehrer gefragt, was die so meinen. Man hat auch Fachdidaktiker und Fachmathematiker gefragt. Und man fragt natürlich auch laufend Psychometriker. Und dann gibt es auch noch bildungstheoretische Konzepte. Das ist hier vielleicht das Wesentliche. Die bildungstheoretische Orientierung, die dahinter steht, wobei das hier das etwas engere Verständnis von Bildungstheorie ist, wie es für Schneider und Peschek typisch ist. Wie viel Mathematik und welche Mathematik sollen Heranwachsende zu ihren eigenen Nutzen und zum Nutzen der Gesellschaft lernen? So, da kann man einfach sagen, na ja, also beim Humboldt war das schon mehr Bildung. Ne? Da war das quasi, der Mensch wird ein Besserer. Das war da der Anspruch von Bildung. Hier ist es soll ihm nutzen und es soll der Gesellschaft nutzen, was aber immer noch einen gewissen Ausgleich hat. Und kodiert hat man das in so zwei Punkte, Lebensvorbereitung und Anschlussfähigkeit. Lebensvorbereitung meint im Wesentlichen dasselbe wie bei Heimann, Lebensvorbereitung im engeren Sinne. Ne, steht hier auch, können wir direkt wegblättern, kennen wir schon. Und Anschlussfähigkeit fällt einem als Deutscher nicht so leicht, das Wort überhaupt zu benutzen, weil das so etwas, wenn man in Österreich von Anschlussfähigkeit redet, weiß ich nicht, also ist wirklich eine komische Vokabel, meint mathematisches Wissen und Können, das als Grundlage für die weitergehende mathematische Ausbildung dienen soll. So. Und für die Bewältigung von beruflichen mathematischen Anforderungen. Also hier darf man dann auch sagen, naja, das ist zwar nicht im Sinne des allgemeinen Lebens unmittelbar wichtig, dass er das könnte, aber wenn der jetzt nicht mit Algebra umgehen kann, ist eigentlich ein erfolgreiches mathematisches Weiterlernen in so ziemlich jeder Form von Schule oder beruflicher Ausbildung unmöglich. Und deswegen muss das auch noch zu den Standards gehören. Also da denkt man daran an mathematische Anforderungen, die insbesondere auch weitere Bildungssituationen einen mit auf den Weg geben. So, und dann war noch wichtig, den Klagenfurt, dass man sich nicht auf operative Aspekte der Mathematik beschränkt, sondern auch kommunikative in den Blick genommen werden und das auch reflektiert und vernetzt wird. So, was sind jetzt in diesem Klagenfurter Kompetenzmodell Kompetenzen? Sehr ähnlich. Kompetenzen werden längerfristig verfügbare kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten verstanden, die von den Lernenden entwickelt werden können und die sie befähigen, bestimmte Tätigkeiten in variablen Situationen auszuüben, sowie die Bereitschaft, diese Fähigkeiten und Fertigkeiten einzusetzen. So, jetzt könnten Sie, wenn Sie die schon hätten, 20 Folien weiter vorblättern, dann würden Sie merken, dass das zwar nicht 1:1, aber fast genau Weinert-Definition von Kompetenz ist. Insbesondere ist wichtig, längerfristig verfügbare kognitive Fähigkeiten.
So, was sind jetzt mathematische Kompetenzen? Das ist hier so für ganz Doofe aufgeschrieben. Mathematische Kompetenzen sind Kompetenzen, die sich auf mathematische Tätigkeiten und mathematische Inhalte beziehen. Aha, crazy, da wäre ja nicht drauf gekommen. Ich dachte, das bezieht sich auf chemische Tätigkeiten. Ne? So, was sind mathematische Standards? Das ist jetzt eher so ein bisschen merkwürdig. Mathematische Standards meinen die Teilmenge mathematischer Kompetenzen, über die Schülerinnen und Schüler ab einer bestimmten Schulstufe verfügen sollen. So, das ist wirklich eher so Klagenfurt homegrown. Also, dass man sagt, die Standards sind jetzt genau die Kompetenzen, die man dann am Ende dieser Schulstufe haben soll. Ist aber vielleicht gar nicht schlecht. Manche sagen auch, na, Standards, das ist einfach der Name von dem Erlass. Und der Erlass heißt so, weil man sich da an so Standards wie DIN-Normen und sowas interessiert hat. Das hat aber keine tiefergehende Bedeutung. Und hier hat man halt gesagt, okay, wir nennen jetzt Standards genau die mathematischen Fähigkeiten, die da am Ende der achten Schulstufe zum Beispiel da sein sollen. So, und dann hat man ein dreidimensionales Kompetenzmodell sich überlegt, wo ich einfach mal sagen würde, es funktioniert nicht. Also das ist die Einsicht aus 10 Jahren Beschäftigung damit. Es ist einfach zu komplex. Also die Lehrer verstehen es nicht, die Aufgabenentwickler verstehen es nicht. Ich habe jetzt wieder 40 Aufgaben angesehen. So. Es ist nicht blöd, aber es ist letztlich zu kompliziert, zu komplex. Man hat sich überlegt, man nimmt drei Dimensionen, die Tätigkeit, Handlung. Das ist sehr ähnlich zu dem, was wir Grundformen mathematischen Arbeitens genannt haben. Ist fast eins zu eins dasselbe. Dann die zweite Dimension, mathematischer Inhalt. Also man hat dann gesagt, das ist ja schon was anderes, ob ich jetzt argumentiere in der Arithmetik oder ob ich argumentiere in der Stochastik. Aha, also hat man da so zwei Dimensionen. Und andererseits ist es eben auch was anderes, ob ich sage, ich argumentiere in der Geometrie oder ich berechne, was in der Geometrie ist, nicht unbedingt dasselbe. Also hat man gesagt, man hat diese zwei Dimensionen. Und dann, und da reißt es dann eigentlich fast alle, hat man gesagt, es gibt auch noch eine unterschiedliche Art und Komplexität der Handlung. So, und dann entsteht hier kein Würfel, kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen. So, es muss es ja auch nicht sein, weil es sind ja drei Komplexitätsebenen, also müsste es sowieso nur drei Stockwerke hoch, aber es passt auch das andere nicht. Das müssen Sie sich mal irgendwo runterladen, das Bild, und dann in GeoGebra ziehen und versuchen, das nachzuzeichnen. Da merken Sie, dass das hinten und vorne perspektivisch nicht hinhaut. Also wenn das ein GZ-Lehrer sieht, da kriegt er einen Anfall. Und ist auch gar nicht so leicht, das so zu zeichnen, dass man das richtig macht, dass der blaue Block dann nicht genau irgendwie in den Kanten drin hängt. Aber das ist hier halt mit Word hingefuckelt und so sieht es dann auch aus. Aber so stellt man sich das halt vor. Sie haben eine Dimension so. Und jetzt könnten Sie sagen, die ganzen Kompetenzen, die sind halt so der Raum. Und da drin gibt es halt so einen Teilraum, wo die mathematischen Kompetenzen, die Standards sind, drin sind. Und dann kann man noch sagen, wo man die dann findet. Also wenn man so nach hinten läuft, kommt man erst so, das erste Regal ist Geometrie und in dem zweiten Regal ist dann meinetwegen Arithmetik drin. Und dann haben sie verschieden, je nachdem wie tief sie sich bücken müssen, sind das dann verschieden komplexe Dinge. Und wenn sie jetzt so nach hinten gehen, kommen die ganzen Sachen zum Darstellen, dann kommen die Sachen zum Interpretieren und so weiter. Also da sind die Handlungen, also deswegen dreidimensional. Das Problem ist, schon mal das erste Problem ist immer wenn man so Kategorisierungen aufmacht, dann denkt man, es muss überall was rein. Also es gibt jetzt auch wirklich diese Knoten, diese 4x4, 16, 48. Es gibt aber Bereiche, wo man hätte sagen können, ich weiß gar nicht, ob da was drin ist. Zum Beispiel operieren in der Statistik. Ja, das ist normalerweise entweder rechnen mit Zahlen oder rechnen mit Variablen. Das hätte man nicht unbedingt gebraucht, weil man hätte auch sagen können, das gibt es halt nicht, es gibt nur Interpretieren und Darstellen in der Statistik. Was da operiert wird, ist arithmetisch. Aber nein, es musste halt alles sein und dann hat man dafür auch irgendeine Lösung gefunden. So, und das macht so ein bisschen die Schwierigkeit solcher Modelle aus. Und es entstehen auch Unschärfen in der Trennung, wie wir nachher noch sehen werden. Trotzdem, wofür das hilft,
Ich habe Ihnen ja auch was erzählt über Grundform mathematischen Arbeitens. Was das hilft, ist halt diesen sehr engstirnigen Lehrern, die immer nur Verfahren und bevorzugt in der Hauptschule in der Arithmetik beibringen wollen, die auch noch mal daran zu erinnern, naja, es gibt halt auch noch Begründen, es gibt auch noch Darstellen und es gibt auch noch was anderes als Arithmetik. Also dafür ist es sicher sehr hilfreich. Hier haben wir die Handlungsbereiche, Darstellen, Modell bilden, Rechnen, Operieren, Interpretieren, Argumentieren, Begründen. Argumentieren, Begründen hatten wir eh auch als Grundform mathematischen Arbeitens. Rechnen, Operieren ist im Wesentlichen das, was wir Verfahren erarbeiten genannt haben. Vom Darstellen, Modellbilden und vom Interpretieren war so ein bisschen die Rede beim Modellbilden. Aber es ist hier sehr viel eingeschränkter, weil es immer nur die eine Richtung ist. Also Darstellen, Modellbilden, die Übersetzung, etwas von etwas außer mathematischem ins Mathematische und Interpretieren, die Rückübersetzung in den Kontext. Und das Darstellen meint dann auch noch den Wechsel zwischen verschiedenen mathematischen Darstellungen. Und Begriffsbildung kommt da nicht vor, weil die Begriffe sind zu dem Zeitpunkt gebildet und sonst ist es eh zu spät. Also deswegen kommt das da nicht vor. Und Problemlösen kommt da nicht vor, weil so ein Test ist nicht die ideale Situation, um zu gucken, ob Leute Probleme lösen können. Also das ist irgendwie nicht das, was in der Standardtestung gut geht. So, Inhaltsbereiche ist eigentlich klar, sind im Wesentlichen ähnlich wie im Lehrplan. Etwas andere Aufteilung. Im Lehrplan sind Funktionen irgendwie in die Statistik reingedrängelt und Variable ist sein eigenes, was auch manchmal zu Verwechslungsproblemen führt. Hier ist das ganz klar, Statistik ist sein eigenes und funktionale Abhängigkeit ist zusammen mit dem Rest der Algebra in einen Bereich reingekommen. So, und das Schwierigste, wo es sehr schwer wird, ist das mit den Komplexitätsbereichen, weil Komplexität nicht unbedingt dasselbe meint wie Schwierigkeit und weil insbesondere das K3 so etwas schwierig bestimmt ist. So, jetzt blättern wir die aber eh noch mal im Einzelnen durch. So, also die Übung gibt es heute, glaube ich, nicht mehr. So, schauen wir mal. H1, darstellen, Modell bilden. Modellbilden haben wir schon gemacht. Darstellen meint die Übertragung gegebener mathematischer Sachverhalte in eine andere Repräsentation oder Repräsentationsform. So, einfachstes Beispiel wäre zum Beispiel, da ist gegeben 0,75, schreibt das als gemeinen Bruch. Gut, da schreiben Sie 75 Hundertstel, vielleicht schreibe ich dann noch als vollständig gekürzten gemeinen Bruch. Oder bei Funktionen. Aus einem Funktionsgraph den zugehörigen Term ablesen, wäre auch so ein Darstellungswechsel. Ne? Und sonst Modellbilden zeichnet sich halt dadurch aus, dass man in dem Sachverhalt noch relevante Beziehungen und so erst erkennen muss, ist dann sehr ähnlich wie das Modellbilden, was wir bei den Modellierungskreisläufen haben. Rechnen, operieren. Rechnen ist die Durchführung elementarer Rechenoperationen. Haha, toll, ja super, mit konkreten Zahlen. Man würde da im weiteren Sinne aber auch das Umformen symbolisch dargestellter Sachverhalte meinen. Das meint sowas wie in Klammern a plus b zum Quadrat ausmultiplizieren. So, das ist ja auch Rechnen, also Rechnen mit Variablen. Auch das Lösen eines Gleichungssystems ist Operieren. All das, wo Standardverfahren für vorgegeben sind. Und deswegen gehört zum Operieren auch das Konstruieren dazu. Wenn Sie sagen, konstruiere die Streckensymmetrale, ist das ja auch ein Algorithmus, der da einfach abläuft. Das macht so ein bisschen die Trennung dann manchmal zu dem H1 schwer. Na, weil wenn da steht, zeichne mal ein gleichschenkliges Dreieck, dann würden die Standards sagen, das ist darstellen. Und wenn da steht, konstruiere das Dreieck mit den Seitenlängen so und so, dann ist es auf einmal Operieren, weil dann gibt es ein Standardverfahren dafür. Und das ist so mal eine Stelle, wo die Trennung nicht so hundertprozentig zu bekommen ist. Interpretieren meint aus mathematischen Darstellungen Fakten, Zusammenhänge oder Sachverhalte zu erkennen, sowie darzulegen, sowie mathematische Sachverhalte und Beziehungen im jeweiligen Kontext zu deuten. Und das Wichtige ist immer, da muss eigentlich immer schon eine mathematische Darstellung da sein. Also, ich sage Ihnen mal, wie 90% der Interpretieren-Aufgaben zur Statistik aussehen. Da ist eine Reihe von lauter Balken und Sie werden gefragt, welcher der längste ist. Also natürlich wird da nicht immer gefragt, welcher der längste ist, sondern da steht dann, wo gab es am meisten so und so, wo war das und das am teuersten. Weil dieses schwierigere Interpretationsaufgaben gehen oft schief
Und die ganzen Statistikaufgaben, die ich bis jetzt gesehen habe, war immer einen einzelnen Wert aus irgendeinem statistischen Diagramm immer den größten oder kleinsten Wert finden. Das klappt am Ende der 8. Schulstufe einigermaßen gefahrlos, auch in Hauptschulen. Ja, das ist ein bisschen bitter, aber so ist das. Aber interpretieren könnte zum Beispiel auch meinen, da steht jetzt irgendein Term, ein Teilterm in irgendeiner Formel, die sich auf ein geometrisches Gebilde bezieht und man soll dann sagen, für welchen Teil dieser geometrischen Figur steht denn jetzt dieser Teilterm? Wäre auch eine Interpretation. Da wäre der Kontext der Formel halt ein geometrischer. Argumentieren und begründen, das habe ich im Video schon erzählt, oder ich weiß gar nicht, ob das live oder im Video war, hier meint argumentieren, meint im Sinne der Standards nur ein Argument angeben. Das heißt, das ist noch nicht unbedingt eine hinreichende, vollständige Begründung. Also auch so was wie sagen, also, nee, darüber darf ich ja nichts erzählen. Schade, ich hätte viele schöne Beispiele, über die ich aber nichts erzählen darf, weil ich so viele Geheimhaltungsdings unterschrieben habe. Da wären einige interessante Beispiele dabei gewesen, die man sich hier sehr gut hätte angucken können. Auch da gibt es manchmal Überschneidungen mit dem Rechnen operieren. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, begründe, warum, was ist da nochmal, kommt die Aufgabe nicht eh? Da ist irgendwie sowas mit, begründe, warum 2 hoch 8 geteilt durch 2 hoch 4 2 hoch 4 ist. So, ja, dann kann man ja im Wesentlichen auch nur so machen, dass man dann das 2 hoch 8 nochmal in lauter Zweier so schreibt und das 2 hoch 4 auch und dann streicht man halt unten die 4 weg und oben die 4. Im Grunde genommen hat man da aber auch nicht viel was anderes gemacht als gerechnet. Also da gibt es manchmal so, gerade in Algebra und Arithmetik, gibt es da so teilweise Überschneidungen. Was fast noch ein bisschen bestärkt wird, wenn ich jetzt gleich die Komplexitätsbereiche noch dazu nehme. Die Inhaltsbereiche, die überspringe ich mal, weil das ist nicht so spannend. So. K1 ist irgendwie noch relativ klar, Einsetzen von Grundkenntnissen und Fertigkeiten, direkte Anwendung von grundlegenden mathematischen Begriffen, Setzverfahren oder Darstellung. In der Regel ist nur reproduktives Wissen und Können. So. Das ist eigentlich immer dann der Fall, wenn man sehr klar sagen kann, hier muss jetzt wirklich nur gerechnet werden, ein Rechenschritt und so weiter. Oder hier muss wirklich nur interpretiert werden, was da gegeben ist, muss gesagt werden, was das heißt. Oder hier ist wirklich nur, da steht, mir fällt jetzt nichts ein. Achso, da steht irgendwie was beschrieben, wie prozentuell ein Preis gesenkt wird und man soll das als Formel hinschreiben und sonst gar nichts mehr damit machen. Das ist dann immer K1. K2 ist eigentlich Mist, weil da steht Herstellen von Verbindungen und das kann aber einerseits heißen innerhalb eines Handlungsbereichs oder über zwei Handlungsbereiche hinweg. Also es muss was dargestellt werden, erstmal in der Formel und da muss noch was gerechnet werden. Ja, aber welchem Handlungsbereich ordne ich denn dann die Aufgabe zu? Da sieht man, da kommt natürlich immer ein Moment von Subjektivität dann rein. Weil da muss ich immer sagen, die überwiegende Anforderung ist mal das Darstellen, der Rest ist Pipifax. Oder halt genau umgekehrt. Und dann kann ich das zuordnen. Deswegen ist das mit dem K2 nicht so leicht. Und es wird auch immer versucht, die Aufgaben so ein bisschen zu vermeiden. Bei der Standardtestung jetzt spielt diese K-Dimension, wird einfach komplett nicht mehr berücksichtigt. Die sind schon froh, wenn sie genug Aufgaben zu den 4 Handlungsbereichen in den 4 Inhaltsbereichen überhaupt kriegen. Die gucken gar nicht mehr auf die Komplexitätsebene. So, und dann das Dritte, und das macht es teilweise etwas schwieriger, ist Einsetzen von Reflexionswissen oder Reflektieren. Das heißt dann in der Regel, wo kommt das vor? Naja, zum Beispiel, Sie hätten eine Aufgabe, wo eigentlich was zu interpretieren wäre. Aber jetzt müssen ja auch aus Kostengründen sehr viele Multiple-Choice-Aufgaben genommen werden. Dann Sie müssen also gar nichts interpretieren, sondern da stehen 4 Interpretationen und Sie müssen jetzt entscheiden, welche davon richtig ist. Ja, dann sind Sie ja eigentlich gar nicht mehr am Interpretieren. Dann denken Sie über Interpretationen nach und da kommt zum Beispiel das Reflektieren dann rein. Aber es könnten auch offene Aufgaben zum Reflektieren sein. Man könnte ja sagen, warum ist das Modell nicht angemessen oder sowas. Und da ist es jetzt so, dass man dann an vielen Stellen oder an einigen Stellen zumindest in so einen Bereich kommt, wo man sagen kann,
Ist das jetzt begründen oder ist das reflektieren? Ein Beispiel zur Begründung, was in den Standards drin ist, ist, da soll man sagen, warum die Berechnung von arithmetischen Mitteln für Schulnoten kein angemessenes Verfahren ist. Das steht da als Begründungsaufgabe. Aber beim Argumentieren, Begründen steht immer dabei, Argumentieren, Begründen meint die Angabe mathematischer Argumente. Und beim Reflektieren geht es darüber hinaus, da geht es auch um die Passung. So, Herr Peschek hat sich dann so rausgeredet, ja, Moment, das liegt ja nicht an den Schulnoten, sondern das liegt daran, dass Schulnoten eben keine metrischen Daten sind und über metrischen Daten darf man keine Mittel, über nicht metrischen Daten darf man normalerweise kein arithmetisches Mittel berechnen. Das sind ja eigentlich nur Klassen, die nicht gleich breit sind und so. So, also das muss man wissen, also man muss ja eigentlich nichts vom, aber das ist eine etwas schwache Ausrede. Also an einigen Stellen wird das eng. Gemeint ist, also wenn man sowas sagen will wie begründe, warum das, also nicht jede Aufgabe, wo steht begründe, ist automatisch eine Begründeaufgabe, weil man ganz klar gesagt hat, argumentieren und begründen meint in den Standards wirklich innermathematische Argumentation. Und wenn da steht begründe, warum das zu dem und dem Kontext passt, sollte das eigentlich immer reflektieren sein, weil man sich da denkt, aha, da muss man über die Mathematik und über den Gegenstand nachdenken. Aber andererseits könnten Sie jederzeit argumentieren, dass jeder, der argumentiert, reflektieren muss. Es ist gar nicht möglich, eine mathematische Argumentation zu führen, ohne mathematikorientiert zu reflektieren. Und deswegen ist die Trennung von Argumentation und Reflexion da schwierig. Man muss aber auch sagen, die Klagenfurter wollten das anders lösen. Die wollten halt einfach das Argumentieren, Begründen als Handlungsbereich rausgestrichen haben und quasi das gesamte Argumentieren in dem K3 drin haben. Aber da konnten sie sich halt nicht durchsetzen, weil dann, wie ich finde, durchaus verständlich, andere Mathematiker und Fachdidaktiker gesagt haben, also hier Standards, wo dann das Argumentieren und Begründen nicht mehr vorkommt, ausdrücklich, das ist aber auch nichts. Also dafür ist uns das in der Mathematik zu wichtig. Aber so entstehen eben gewisse Unschärfen. Kann man jetzt wieder sagen, ist ja, wenn man von diesem Ziel der Output-Steuerung ausgeht, gar nicht so schlimm. Mir ist es ja eigentlich egal, ob die Leute jetzt lernen, warum sie das arithmetische Mittel auf Schulnoten nicht anwenden dürfen, weil sie meinen, das hat was mit Argumentieren zu tun oder weil sie meinen, das hat was mit Reflektieren über Angemessenheit von Modellen zu tun. Hauptsache, sie tun es überhaupt. Aber es ist natürlich für so ein Standard-Testungsverfahren dann ein bisschen schwierig, wenn man sagt so, naja, die Aufgabe, die kann man da reinstecken oder man könnte sie auch da reinstecken oder man könnte sie auch da reinstecken. Also da ist es natürlich nicht so ideal. Und da kommt dann noch hinzu, dass also trotz eigentlich recht guter Dokumentation dieser Dinge wir immer wieder festgestellt haben, und das wäre jetzt eigentlich auch eine Übungsphase gewesen, aber da reicht die Zeit definitiv nicht mehr zu, dass Sie selber quasi versuchen, so ein paar Beispiele einzuordnen. Das brauchen wir zeitlich nicht mehr machen, oder? Na, ich glaube, ich blätter mal so ein paar durch und wir machen das eher so mit Handzeichen und Sie überlegen mal, von dem Sie gehört haben. Also hier gibt's diese Zuordnung. So, jetzt hier ist mal eins, wo es schon zugeordnet ist. Also wir befinden uns im Handlungsbereich 3. Jetzt gucke ich noch mal nach, was H3 war. Interpretieren. So, wir befinden uns im Inhaltsbereich 1, ist Arithmetik. Und wir befinden uns im Komplexitätsbereich 3, nicht selber etwas durchführen, sondern darüber reflektieren. In einer Tageszeitung findet man folgende Schlagzeile. 3/4 aller Österreicher haben keine Matura. Welche der folgenden Aufgaben gibt die Bedeutung der Aussage der Schlagzeile sinngemäß richtig wieder, welche nicht? Ja, Tippfehler bei Frau Schneider auf den Folien. Welche der folgenden Aussagen gibt die Bedeutung? Welche der folgenden Angaben gibt die Bedeutung der Aussage der Schlagzeile sinngemäß richtig wieder, welche nicht? So, also K3, weil man muss die Aussage nicht interpretieren, sondern man guckt sich verschiedene Interpretationen an. Interpretieren, weil es geht um verschiedene Interpretationen
der Aussage, 3/4 der Österreicher haben keine Matura. So, jetzt könnte man schon wieder das Streiten anfangen und könnte auch sagen, 3/4 ist eigentlich eine Darstellung von einem Prozentanteil und da unten sind andere Angaben von einem Prozentanteil. Also ist das eigentlich nur ein Darstellungswechsel und gar keine Interpretation. Da sehen Sie schon. Also schon da fangen wir uns an zu streiten. So, jetzt gucken wir. Hier machen wir mal ein sehr ähnliches Analogbeispiel. Gemäß einer Studie der Arbeiterkammer gelten 2,7 von 10 Österreicherinnen als kaufsuchtgefährdet. Ah, das ist mein eigenes Beispiel. Das ist nur aus dem Buch Kröpfel und Schneider. Da war ich ein bisschen faul und habe nicht immer dabei geschrieben, welche Kapitel das ist. Wie viel Prozent der Österreicherinnen gelten als kaufsuchtgefährdet? So, okay. So, ich habe gemeint Inhaltsbereich 1, weil das sind so Zahlenangaben, also Arithmetik. Ich habe gemeint Handlungsbereich 1, weil das ein Darstellungswechsel verlangt. 2,7 von 10 ist eine Angabemöglichkeit. Und in Prozent müsste ich das jetzt aufschreiben. Das wären 27. Ja, da muss man vielleicht auch ein bisschen rechnen, mal 10, aber das habe ich doch als eher trivial angesehen. Also habe ich gesagt, das ist Komplexitätsbereich 1, weil die Handlung der Umwandlung von diesem 2,7 von 10 in Prozent ist doch sehr direkt. So, nächstes Beispiel, schlechtes Beispiel. Es stammt aus dem BIFI-Handbuch zur Vorbereitung auf die Standards. Ordne die Art der Grafik der entsprechenden Funktion zu, ABC 1, 2, 3. Na, stimmt gar nicht, Boxhofer, Huberl, das ist Schulbuch. Das ist ein Schulbuch, Schulbuchaufgabe. Ja, was ist das? Nix. So, also nach Angabe in dem Schulbuch war das Inhaltsbereich 4, was schon mal nicht stimmt, weil Inhaltsbereich 4 ist Statistik. Das ist aber Inhaltsbereich 2, variable funktionale Abhängigkeit. Das haben wir uns damals damit erklärt, das hatte ich, glaube ich, gerade auch schon gesagt, im Lehrplan ist witzigerweise Statistik und Funktionen zusammen. Und wir nehmen an, dass das so entstanden ist. Weil sich beim Inhaltsbereich zu vertun, ist relativ schwierig. Also das klappt eigentlich normalerweise nicht. Handlungsbereich 3 würde heißen, es müsste etwas interpretiert werden. Habe ich jetzt irgendwie so Schwierigkeiten mit. Ich habe da insgesamt Schwierigkeiten mit, da irgendeine Handlung zu finden, weil das ist einfach Wissen, wie die Dinger heißen. Ne? Also das ist Kennen von Bezeichnungen. Und Kennen von Bezeichnungen ist halt keine Handlung im Sinne der Standards. Das wird quasi vorausgesetzt, dass man die kennt. Das wird nicht direkt überprüft, sondern nur in weitergehenden Aufgabenstellungen. Also das war nicht so doll. So, das kommt wieder aus dem Buch Kröpfel und Schneider, das muss also gut sein. Beschreibe, wie man ein rechtwinkliges Dreieck konstruieren kann, von dem man die Länge der Hypotenuse, die Länge einer Kathete und die Größe dieser Kathete des gegenüberliegenden Winkels kennt. Mal sehen, ob ich reliabel bin. Ich sage jetzt mal, das ist Inhaltsbereich Geometrie. Ich sage mal, die Handlung ist Rechnen, Operieren, weil da geht es ums Konstruieren. Und ich sage mal, das müsste Komplexitätsbereich 3 sein, weil ich muss die Handlung gar nicht ausführen, sondern ich muss nur sagen, wie es im Prinzip gehen würde. Ha, also reliable Zuordnung bei mir bei den Beispielen. Das hat funktioniert. So, Beispiel D. Wenn man von jeder der drei Zahlen x1, x2 und x3 das arithmetische Mittel dieser drei Zahlen subtrahiert, dann ergibt die Summe dieser drei Differenzen den Wert 0. Zeige, dass diese Behauptung für beliebige Zahlen x1, x2 und x3 stimmt. Okay, das wird wohl argumentieren und begründen sein. Ich würde mal sagen, da geht es ums arithmetische Mittel, also wird es wahrscheinlich einfach der Statistik zugeordnet werden. Und ich würde auch fast vermuten, dass man da eher K2 nimmt, weil doch dann einiges zum Rumrechnen auch ist. Aber vielleicht ist es auch K1. Also ich persönlich tendiere zu I4, H4, K2. Ha! Es ist noch viel verblüffender, wenn Sie wüssten, dass ich tatsächlich nicht die nächste Folie sehe. Das sind zwei Kreise. Da bin ich, glaube ich, übrigens nicht konsistent. Das habe ich mir heute Morgen angeguckt und habe gedacht, da bin ich eigentlich zu streng gewesen.
Da soll man nicht so streng sein. Gegeben sind zwei Kreise, K1 mit A1 gleich 35 Quadratzentimeter und K2 mit U2 gleich 12 Zentimeter. Claudia meint, dass K1 den größeren Radius hat. Begründe, warum sie recht hat. So, das ist in dem Buch sicher eine Begründeraufgabe. Und da habe ich, glaube ich, letztes Jahr dran rumgekrittelt und habe gesagt, und zum Teil stehe ich noch dazu, dass ich gesagt habe, naja, aber wie macht man denn das? Doch im Wesentlichen dadurch, dass man ausrechnet, was der Radius von den beiden Dingern ist. Also da hätte ich zumindest dann ein besseres Gefühl, wenn ich da K2 hinschreibe. Und ob das dann begründen ist, weil, also was ist, woran scheitert das dann? Ne? Das war, glaube ich, letztes Jahr mein Argument. Woran hat das Beispiel eine Chance zu scheitern? Doch nicht daran, dass jemand nicht weiß, dass wenn er beweisen soll, dass der Radius von dem einen größer als von dem anderen ist, er den Radius haben muss. Das scheitert doch am Rechnen. Also dass man sich irgendwie verrechnet, dass man die Umfangs- und die Flächeninhaltsformel vertauscht und so. Und deswegen habe ich, glaube ich, letztes Jahr gesagt, also mir wäre es, meiner Meinung nach ist das eigentlich eine Pseudo-Begründungsaufgabe. Eigentlich sollte da stehen, gegeben sind zwei Kreise, welche berechne, welcher Kreis den größeren Radius hat, dann wäre genau dasselbe zu tun. Und die Begründung ist da irgendwie so künstlich eher. So und so habe ich das dann auch letztes Mal bewertet. Also was sicher nicht richtig ist, ist K3. Also das ist sicher, was nicht funktioniert. H4, K3 funktioniert nicht, weil ich muss ja nun wirklich nicht über eine Begründung nachdenken. Ich kann mir erklären, wie das da hingekommen ist. Hier steht eine Aussage, ne? Da steht eine Behauptung. Claudia meint, dass K1 den größeren Radius hat. Und jetzt soll ich überlegen, ob diese Behauptung stimmt. Aber dann denke ich ja nicht über eine Begründung nach. Also reflektieren über eine Begründung müsste ja heißen, sie glaubt, das hat den größeren Radius, weil. Einfach nur darüber nachdenken, ob eine Aussage richtig ist, ist ja nicht nachdenken über Begründung. Und deswegen ist es sicher nicht H4, K3. Was ich sagen würde, ist es entweder H4, K2 oder ist es sogar H2, K2, je nachdem, was man sagt, was den Schwerpunkt hat. Ich sehe schon, ich bin schon reliabel, weil ich habe hinter das 2 hier ein Fragezeichen geschrieben. Also es ist eigentlich immer noch dieselbe Meinung, die ich letztes Jahr auch hatte. Es ist H4, K2 und es ist H4 mit einem deutlichen Schuss H2 drinne. So. In einer Schulklasse gibt es Mädchen und Buben. Bald darf man diese Aufgaben auch nicht mehr stellen. Die Anzahl der Mädchen sei M, die Anzahl der Buben sei B. Was bedeutet die Gleichung M ist gleich 2B? Kreuze jeweils an, ob die folgende Aussage über die Klasse durch diese Gleichung ausgedrückt wird oder nicht. Es sind um zwei Mädchen mehr als Buben. Übrigens, lustige Geschichte, mir hat jemand gesagt, in Deutschland sagt man ja zu Buben Jungen. Und dann hat jemand gesagt, nein, Jungen sind nur die Kinder von den Tieren. Aber das, ich glaube, mir hilft das trotzdem nicht. Ich weiß das auch nicht. Burschen darf man aber genauso sagen, oder? Wie Buben, das ist egal. Okay, ja. So, was könnte denn das sein? Ich denke mal, das ist Reflektieren über Darstellung. Oder über Interpretation. Was bedeutet die Gleichung? Also Nachdenken über Interpretation. Jo, passt. K3, H3 heißt Nachdenken über Interpretation. Nur eine Gleichung ist da und der Kontext ist auch da. Und jetzt soll man sagen, was die Gleichungen in dem Kontext heißen. Wie hat man die Testung bei den Standards aufgebaut? Die Beispiele müssen, also ein Problem bei diesen Sachen wie Standards und auch bei PISA ist, dass man einen gewissen Teil der Aufgaben geheim halten muss. Logischerweise, weil man will die Ergebnisse über mehrere Jahre vergleichen. Und damit das gut geht, muss man einen Teil der Aufgaben wiederverwenden. Nicht alle, weil es gibt dann so statistische Modelle, mit denen man versucht, die Testergebnisse auch dann in Verbindung miteinander zu bringen, wenn das nicht genau dieselben Aufgaben sind, aber ein Teil muss geheim bleiben. Trotzdem pilotiert man Aufgaben. Das heißt, man gibt Aufgaben in gewisse Teilgruppen herein und testet mal, wie gut die gehen. Weil was die bei dieser Bildungsstandardtestung versuchen,
Was sie bei dieser Bildungsständerstestung versuchen, ist, irgendwie so als Zielgröße eine breite Streuung an Lösungshäufigkeiten in den Aufgaben zu haben, damit man halt Unterschiede zwischen den Schülern gut darstellen kann. Jetzt kann man sich das fragen, ob das eigentlich mit dem Ziel der Standards so besonders gut übereinstimmt, weil bei den Standards geht es ja eigentlich im Wesentlichen darum, dass man sagt, so ein Basisniveau soll irgendwie fixiert werden. Und dann ist schon lustig, wenn man die Aufgaben so rauswählt, dass man halt welche dabei hat, die 5% der Leute lösen und 95% der Leute. Das dient aber im Wesentlichen dazu, dass man das nicht hat, was man in der Psychologie dann Boden- und Deckeneffekte nennt. Also keine Schüler, die eh alles können und keine Schüler, die gar nichts können, weil bei denen könnte man dann auch gar nicht sagen, was haben die eigentlich für einen Fähigkeitswert. So, das sind diese hellen Testungen und die dunklen sind, da sind dann Schüler an den Beispielen getestet worden. Es gab diese Baseline-Testung, da sieht man auch 10.000 Leute, das war also noch keine Vollerhebung, die hat 2009 stattgefunden. Da hat man halt mit gewissen Aufgaben die Schüler getestet, hatte dann Werte, was können die so in den einzelnen Inhaltsbereichen, in den einzelnen Handlungsbereichen und hat dann für die Folgejahre quasi immer alle Daten, die man jetzt kriegt, wenn da irgendwo steht 520, ne, dann heißt das, in irgendeiner Weise ist das besser geworden als 2009, weil 2009 ist einfach überall 500. Deswegen nennt man das Baseline. Also 2009, das, was die Schüler konnten, ist dann einfach zum Wert 500 erklärt worden. Also in der Algebra haben die 500, in der Geometrie haben die 500, überall haben die 500 in der Baseline-Testung. Deswegen heißt das Baseline. Das heißt, die erste richtige Messung ist eigentlich BIST-M8 2012 als Vollerhebung. Weil man relativ viel geheim halten muss, an Beispielen gibt es so verschiedene Testpopulationen. S90, das sind die normalen Schulen, wo es keine externe Testleitung gab. Also hat quasi der Lehrer das Testheft aufgeteilt und da hat der Lehrer das auch wieder eingesammelt. So, da gibt es sozusagen gar keine Kontrolle vom BIFI. Bei S3 und S7, da sind externe Testleitungen. Da kommt also jemand vom BIFI oder dann demnächst vom Ministerium oder so war das jedenfalls früher in die Schulen und hat da kontrolliert, dass auch alles ordentlich abläuft. Alle Beispiele, die in S90 gelaufen sind, interne Testleitungen, sind dann weggeschmissen worden quasi danach. Also weil man gesagt hat, da ist die Geheimhaltung nicht mehr gesichert. Nur diese S3 und S7 Aufgaben könnten bei einem späteren Termin nochmal wieder eingesetzt werden. So, und jetzt sehen Sie, dass die da so rot und orangene Teile gibt. Rot sind die Teile, sind die Anteile, wo die Testhefte genauso sind, die Aufgaben wie in der Baseline-Testung. Und rot ist das Neue. Also es gibt etwas mehr Neues als dieses Grüne. Aber egal, also quasi alle Aufgaben, die in diesen Testheften 1 bis 6 drin sind, die sind dann rausgenommen worden, die sind 2015 nicht mehr eingesetzt worden. Oder alle, ich weiß nicht, ist glaube ich alle 3 Jahre, ne? 17, ja okay. Alle 5 Jahre nur. Haben wir mal ausgesetzt, ja, merkwürdig. Also jetzt gibt es das eh nicht mehr, die Bildungsstandardtestung, sondern das wird irgendwie so ein bisschen anders. Aber nur mal, damit man das mal gesehen hat. So, jetzt gibt es es gibt so Kompetenzstufenbeschreibungen. Aber im Grunde genommen ist das zunächst mal so, also wo da so ein Schüler landet, bei bis 2009 ist das einfach so normiert worden, wenn sie wissen, was eine Normalverteilung ist, wovon ich ja eigentlich ausgehen darf, weil da steht ja in den Zentralmatura-Vorgaben drin. Das ist einfach so gemacht worden, dass 500 plus minus eine Standardabweichung, also zwischen 600 und 400, liegen halt diese berühmten 67, irgendwas Prozent aller Schüler im Jahr 2009. Und bei 2012 kann das dann ein bisschen weitergegangen werden. Wie ist man jetzt zu diesen Beschreibungen gekommen, also wo da die Grenze teilweise erreicht ist und so? Das ist relativ kompliziert. Also man hat man nennt das Ordered Item Booklet. Da sind quasi alle Aufgaben der Baseline-Testung, sind der Reihenfolge der Lösungshäufigkeit nach sortiert. Dann hat man das so verschiedenen Experten vorgelegt und die sollten immer die Nummern der Beispiele angeben, wo die sagen, also ab diesem Level würde ich eigentlich sagen, sind die Bildungsstandards erreicht.
Also wenn der alle Aufgaben, die da drunter liegen, kann, dann sind die erreicht. Das hat man halt mit irgendwie 30 Experten gemacht und dann hat man Mittelwerte ausgerechnet und dadurch kommen hier diese Stufen zustande. Also das ist nicht irgendwie inhaltlich irgendwie vorab, sondern das ist quasi so ex post facto festgelegt worden, wie das ist. Ich glaube, ich habe gar nicht auf Aufnahme gedrückt. Ah doch, lustig. Gut, ja, so sind da die Stufen zustande gekommen. Man kann auch sagen, also wenn man jetzt interpretieren will, etwas weniger blumig, was da eigentlich hintersteht, ist das relativ kompliziert. Also man müsste sagen, würde man einer beliebigen Person der entsprechenden Kompetenzstufe aus BIST M8 2012 ein idealtypisches Testheft aus Baseline M8 von 2009 vorlegen. Idealtypisch meint eins, was so zusammengestellt ist, dass es genau die mittlere Schwierigkeit aller Aufgaben trifft. Testhefte heißt, sind insgesamt 200 Aufgaben getestet worden, aber jeder Schüler hat halt nur 48 und dann streuen die halt so über die verschiedenen Hefte. Es kann ja nicht einem Schüler 240 Beispiele geben. Das wäre ein bisschen merkwürdig. So, und dann kann man so ungefähr gucken, was man schaffen muss. Um teilweise die Bildungsstandards zu erreichen, braucht man also ungefähr 30% und so ab 45% der richtig gelösten Beispiele käme man in den Bereich, wo die Bildungsstandards erreicht sind. Bisschen lustig ist auch, die Bildungsstandards zu übertreffen. Werner Peschek hätte da gesagt, wie soll das eigentlich gehen? Also da gibt's eigentlich nicht einen Bereich, wo die dann übertroffen sind. Aber das läge hier so bei 76%. Also das können die Leute so. Und gerade in diesem mittleren Bereich, also je eher das um 500 herum ist, kann man einfach sagen, mit Zunahme der Punkte ist auch ungefähr linear die Zunahme der Lösungshäufigkeit. Und an den Rändern flacht das halt so ein bisschen ab. Also jetzt dann bei 600 und so, da ist das nicht mehr ganz linear. Aber im inneren Bereich ist das relativ linear, die Zuordnung von Punkten zu Lösungshäufigkeiten. So, wenn man jetzt zwischen den Inhaltsbereichen vergleichen will, um zu sagen, was geht denn relativ gut und was geht relativ schlecht, dann ist das ziemlich schwer, aufgrund der Art, wie diese Testhefte zusammengestellt sind. Das eine habe ich ja schon gesagt. Man hat einfach gesagt, also Baseline, das, was die da können, das setze ich einfach überall auf 500 plus minus eine Standardabweichung von 100. Wenn jetzt meinetwegen die Statistik 544 hatte im Jahr 2012 und die Geometrie nur 522, heißt das, der Fortschritt zwischen 2009 und 2012 ist in einem Fall 0,4 Standardabweichungen gewesen, also deutlich größer als in dem anderen Fall, wo er 0,2 Standardabweichungen ist. Aber Sie wissen ja nicht, was 2009 faktisch besser gegangen ist, weil man beides auf 500 gesetzt hat. Also es könnte jetzt trotzdem sein, dass Statistik viel schlechter geht als Geometrie. Nur in Statistik ist halt mehr weitergegangen. Aber wenn es am Anfang schlechter war, dann geht da auch mehr weiter. Also das ist so ein bisschen schwierig in der Interpretation dieser Zahlen. Und umgekehrt, wir hatten dann auch die rohen Lösungshäufigkeiten. Also wir haben auch so Prozentangaben. Da sieht das nicht genau umgekehrt aus. Da stellt man dann fest, bei den 2012er, da sind 45% der Statistikbeispiele gelöst, aber 52% in der Geometrie. Und da dreht sich quasi diese Reihenfolge zwischen besten und schlechtesten Handlungsbereich, dreht sich genau um. Und aber auch diese Zahlen kann man auch noch nicht unbedingt für bare Münze nehmen, weil es könnte sein, dass man schon in der Pilotphase darauf geachtet hat, dass irgendwie so ungefähr alles um 40% liegt. Die Frage ist also wirklich, ist da eigentlich das, was wir bei dem am Anfang Ihnen die Frau Deweis mal erzählt hat zur Leistungsmessung, da gab es ja diese Kriteriale und die Sozialnorm und so weiter. Und die Frage ist schon, ist nicht eigentlich bei der Standardtestung durch diese Art, wie das verrechnet wird, im Wesentlichen auch eine Sozialnorm gegeben, wo es dann eben einfach so ist, dass die Bemessung sehr viel breiter ist. Also Sie machen nicht die Sozialnorm auf die einzelne Klasse, aber auf Österreich.
Aber trotzdem ist es so, die Aufgaben werden so ausgesucht, dass halt die für Österreich ganz gut abbilden, was ans Leistungsspektrum da ist. Und es ist auch nicht so, dass ein absolutes Level eingezogen worden ist, wo man sagt, darunter sind die Standards nicht erfüllt. Also es hätte nie passieren können, dass da rauskommt, 60% der Schüler erfüllen die Standards nicht. Das ist quasi von der ganzen Auswahl der Aufgaben und der Testgestaltung gar nicht möglich, dass das rausgekommen wäre. Und das kann man kritisch sehen. Es gibt auch viele gute Gründe, das so zu machen. Schauen wir vielleicht mal so ein bisschen rein. Hier ein paar Grafiken von der Frau Schneider. Ich habe jetzt alles nur zu variable funktionale Abhängigkeit rausgesucht. Hier sehen Sie halt, da gab es 19 Beispiele. Die hat natürlich nicht jeder Schüler gehabt. Jeder Schüler hat so 4 bis 6 Beispiele aus dem Bereich bearbeitet. Und da sehen Sie halt, ja, gibt halt leichtere, gibt halt schwerere. Was interessanter ist, was sind denn so leichte Aufgaben? Also was geht ganz gut? Das war sowas wie Zusammenhang zwischen Text oder thermografischer Darstellung bei Funktionsgraphen erkennen, in einfache lineare Terme Werte einsetzen und Werte dann ausrechnen und die Gültigkeit einfacher Rechengesetze prüfen. Ist, glaube ich, auch eine Beispielaufgabe dabei. Das hier ist eine leichte Aufgabe. Alina sagt, dass es egal sei, ob in einem Term A plus B oder B plus A steht, da diese Ausdrücke gleichwertig sind. Sie behauptet auch, dass man bei allen 4 Grundrechnungsarten die Variablen vertauschen darf. So, jetzt liest ihr jede Aussage durch, kreuze an, ob sie richtig oder falsch ist. Ja. So schaut das aus. Irgendwas kann da nicht, ah doch, also 75% Lösungshäufigkeit, hier erfreulich. Ja. Die Aufgabe geht bei weiblichen Lernenden etwas besser als bei männlichen Lernenden. Da gibt es ein paar davon. Es gibt ganz kleine Geschlechterunterschiede nur, deutlich kleiner als bei der Matura. Aber was halt dramatisch ist, ist der Lösungshäufigkeit zwischen AHS und APS. Das muss man auch immer so ein bisschen mitbedenken, wenn man dann schaut. Ich habe mir jetzt auch angeschaut, die Unterschiede zwischen AHS-Langformen bei der Matura und reinen Oberstufen-Gymnasien und Aufbaugymnasien. Die kommen halt, also an den allgemeinen Pflichtschulen ist schon die Algebra echt ein Sorgenkind. Also da sind die Unterschiede gewaltig. Es ist durchgängig deutlich größer als in den anderen Inhaltsbereichen. Das ist wirklich, da muss man sagen, also scheinbar hat es die PEDAG oder PH-Ausbildung nicht geschafft, Lehrer auszubilden, die Schülern irgendwie gescheit Algebra beibringen können. Da müssen wir hoffen, dass das jetzt irgendwie besser wird. Es ist klar, dass da ein Unterschied sein muss. Ne, da sind 4 Jahre, also die waren ja schon zu Beginn ihrer Schulzeit, waren das andere Schüler. Und es ist klar, dass dann irgendwie verschieden viel weitergeht. Aber so dramatisch, wie das hier im Bereich Algebra ist, wo man quasi gar keine Aufgaben findet, die irgendwie von den Pflichtschülern mit irgendwie mehr als 60-70% gelöst werden, muss man schon sagen, also da ist dann irgendwas nicht in Ordnung. Oder man muss über die Lehrpläne nachdenken und sagen, okay, vielleicht sind die Dinge da auch verfrüht und man sollte das erst am Anfang der Oberstufe machen. Aber da kommt doch irgendwie traurig wenig rum. Ohne dass ich da irgendwem jetzt für böse bin, aber das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Und das geht so ein bisschen verloren in diesen Zahlen, wenn dann da steht, ah, österreichweit ist 522 rausgekommen, nächstes Jahr kommt 524 raus. Aber wenn man dann guckt, dass bei so einer Aufgabe dann solche Unterschiede sind und dass das so, also mit 67% wirklich ziemlich schlecht geht, da ist dann schon sagen so, puh. Gut, was geht so mittelgut? 30-65% Lösungshäufigkeit, gegebene Gleichungen, Texten zuordnen, einfache Terme umformen, korrekte Vorgehensweisen beim Einsetzen in einfachste quadratische Terme oder beim Umformen lösen einfacher quadratischer Gleichungen erkennen. Also so direktes Wurzelziehen. Auch hier ein Beispiel. Da sehen Sie, da ist der Unterschied nicht ganz so gewaltig. Lösungshäufigkeit insgesamt 47,2%, deutlich schwerer. Um die Länge der Diagonale eines Quadrats zu berechnen, kann man den Lehrsatz von Pythagoras hernehmen. Die Formel soll so vereinfacht werden, dass die Diagonale D sofort berechnet werden kann. Liest ihr die folgenden Herleitungen durch. Das ist anspruchsvoller.
Also da muss ich halt doch deutlich mehr an Angaben verarbeiten. Zumal man auch weiß, wenn die Sachen da deutlich länger werden, dass dann schon ein Teil der Schüler das einfach auf die Seite legt und sich gar nicht mehr genauer anguckt. Aber da sieht man jetzt 60% zu 40%. Das ist vielleicht nicht ganz so dramatisch vom Unterschied. Hier haben Sie mal ein Beispiel, was ein bisschen männlich besser geht. So, schwierige Aufgaben, Darstellung, Graph, Gleichung einer linearen Funktion wechseln, wo man sich auch denken würde, ja, lineare Funktionen sind ja eigentlich so ziemlich die einzigen Funktionen, die in der Unterstufe außer so empirischen Funktionen behandelt werden. Wenn die Sachen dann automatisch schwer sind, also österreichweit unter 30% gelöst werden, ist man jetzt auch nicht nur glücklich, nicht funktionale Zuordnung anhand von Zuordnungsgraphen erkennen. Also da soll man halt sagen, kann das quasi der Graph einer Funktion sein. Variablen in linearen Gleichungen kontextbezogen interpretieren. Das sind diese Beispiele, wo das steht. Es beschreibt B die Anzahl der Burschen, M die Anzahl der Mädchen. Welche Aussage ist, B ist gleich 2 mal M. Sowas. Und lineare Gleichungen aus Text aufstellen. Eher traditionelle Textaufgaben. Das ist auch im Bereich der schwierigen Aufgaben. So, hier sehen Sie mal die Unterschiede Mädchen-Burschen. Ein etwas weniger als 1% Lösungshäufigkeit. Das Unterschied ist durchaus typisch. Im Mittel so 0,5 Aufgaben mehr von 48 haben Burschen gelöst. Und man sieht auch, dass es da auch einige Beispiele gibt, wo das genau umgekehrt ist. Also hier sind die Unterschiede längst nicht so dramatisch wie in der Oberstufe. Allerdings muss man auch sagen, bei der Oberstufe ist das auch, wenn Sie schon mal Simpson-Paradox gehört haben, teilweise auch dadurch bedingt, dass halt Mädchen die Schulformen tendenziell eher wählen, immer wo weniger Mathematik ist. Also die sind zum Beispiel überrepräsentiert in den Oberstufen-Gymnasien. Und so weiter. Da gibt es schon einige Effekte, die damit reinspielen, warum das dann am Ende der AAS auch nochmal eine Ecke größer ist, als der Unterschied hier aufscheint. Und was man hier natürlich auch nicht sieht, das ist leider nicht dabei, wenn man das nach Schulformen aufdröselt, wird der Unterschied wieder ein bisschen größer. Also innerhalb der AHS und innerhalb der APS ist er dann größer. Und das mittelt sich da dann auch wieder so ein bisschen raus. So, was haben wir hier Schönes? AAS und APS. Da sieht man, dass es irgendwie gerade in dem mittleren Bereich doch erhebliche Unterschiede in den Lösungshäufigkeiten gibt und nur sehr wenige Aufgaben, die in beiden Bereichen mit einer Lösungshäufigkeit von mehr als 70% tatsächlich gehen. Das ist eigentlich nur bei diesen ersten vier Beispielen der Fall. So, hier sind die mal nach den Handlungen sortiert. Oh. Da sieht man, die Interpretieren geht einmal ganz gut und einmal ganz schlecht, kann man eigentlich auch nicht wirklich ein Muster erkennen, was da Sache ist. Man sieht vielleicht schon eher, dass die Argumentieren-Beispiele doch eher in der oberen Schwierigkeitshälfte sind. Und also Kollege Picher und ich haben uns damals die Sachen zum Argumentieren auch ein bisschen genauer angesehen. Und da muss man schon sagen, allein schon das, was überhaupt noch durchgekommen ist in die Testung herein an Argumentieren-Aufgaben. Also wir haben in Klagenfurt, ich glaube, so ungefähr 300 Items entwickelt für die Bildungsstandard-Testung. Und dann sieht man ja danach, was nachher noch übrig bleibt. Also schon da war eine ziemliche Auswahl, dass alle Sachen, die so ein bisschen anspruchsvoller waren, eigentlich weggefallen sind, weil die in die Pilottestung schon so schlecht gegangen sind. Und dann ist es aber auch der Bereich, wo man wirklich sagen muss, also da geht am wenigsten. Da ist die mittlere Lösungshäufigkeit, glaube ich, unter 40% gewesen. Und die Sachen, die da einigermaßen gut gehen, das waren dann schon also so Sachen, wo man ganz gut raten konnte, was die falschen Antworten sind. Also argumentieren, begründen ist jetzt nicht so doll. Und beim Interpretieren ist das, es gibt halt viele Sachen, wo im Grunde genommen das Interpretieren ist, dass eine einzige Information aus einer Grafik entnommen werden muss. Also meinetwegen, was ist der größte Wert oder sowas. Und die Interpretieren-Aufgaben gehen dann ganz gut. Aber die, wo man mindestens zwei Informationen miteinander verknüpfen muss, da wird es schon sehr viel schlechter.
Gut, jetzt vielleicht noch ganz zum Schluss zum Vergleich. Wie schaut das in PISA aus? PISA Program for International Student Assessment. Ja, alle 3 Jahre wieder, also nicht ganz so oft wie der Weihnachtsmann und immer mit abwechselnden Schwerpunkten. 2000 Schwerpunkt Lesen, 2003 Schwerpunkt Mathematik und so weiter, immer im Wechsel. Das heißt, 2018 sollte wieder Schwerpunkt Lesen gewesen sein. Teilnahme, immer die OECD-Staaten, wobei nicht immer gleich viele. Und hier steht so insgesamt 65 Staaten. Böse Zungen behaupten, man nimmt da immer noch so ein paar minder bemittelte Länder dazu, damit die anderen ein paar Rangplätze höher sind. Also, was sagt er? Tabellenstaffage nennt man das, glaube ich, wenn man fies ist. Also so Länder, wo einem eh schon klar ist, dass die leistungsmäßig eigentlich nicht mitkonkurrieren können. Oder halt so Länder, die keine OECD-Länder sind, wo man aber weiß, also da kriegen die Schüler noch richtig ordentlich Druck und haben dann auch die entsprechenden Leistungen, um uns dann schlecht aussehen zu lassen. So, getestet wurden ziemlich oft. 2018 können Sie da noch dazu nehmen. Dann ist das so, das ist auch so eine Sache, die manchmal zur Kritik führt. Es werden ja Altersjahrgänge getestet. Und durch unterschiedliche Einschulungszeitpunkte in den Ländern und unterschiedliche Stundentafeln haben die dann unter Umständen deutlich unterschiedlich viel Mathematikunterricht gehabt, obwohl sie gleich alt sind. Und da sagen viele, das ist eigentlich ein bisschen unfair, weil insbesondere Österreich eher so ein Land ist, wo jetzt die Stundentafeln nicht so massiv sind und wo auch dann teilweise das Einschulungsalter eher ein bisschen später ist und so. Sagt man, ah, das ist fies. Außerdem ist auch der Zeitpunkt dann teilweise gar nicht so glücklich, mit den 15-, 16-Jährigen für an welchen Schulformen die da gerade sind. Das ist ja klar, weil da gerade der Schulwechsel in der Regel stattgefunden hat, wohingegen in Deutschland die alle noch in der quasi Unterstufenschulform sind. So, da gibt's einen Leistungstest, dann gibt's 10 Minuten Pause und da gibt's nochmal einen Leistungstest. Und die Gewichtung ist immer so ein bisschen unterschiedlich in den Leistungstests, je nachdem, was gerade der Schwerpunkt ist und was vielleicht... Also wo viele sagen, das ist eigentlich noch viel interessanter als diese Leistungstests, auch wenn die ganze Diskussion dominieren, sind diese Fragebögen, die man da stellt. Weil da kriegt man doch also sehr interessante Informationen. Da werden ja so gefragt zum Beispiel zu ihrem Bild von der Mathematik, warum die das wichtig finden, wieso ihr Unterricht ist. Und dann werden auch so Dinge gefragt zum Elternhaus und so weiter. Da kommen halt sehr viele spannende Daten eigentlich zusammen. Also darüber wird so in der Öffentlichkeit relativ wenig diskutiert. Das ist aber für die Forschung fast, also mindestens genauso interessant wie die Leistungstests. Wobei es da einmal so ein bisschen Streit gab, weil da irgendwie so eine Frage drin war, so ähnlich so, schlagen dich deine Eltern oder so. Und dann gab es da Proteste von Elternvertretern. Die haben dann da aufgerufen, dass dann irgendwie PISA boykottiert werden soll und so. Und da gab es auch wirklich Probleme in dem Jahr, wo das gelaufen ist. Da steht irgendwie so eine Fußnote in dem internationalen Bericht, dass wegen dieser Boykottaufrufe unter Umständen die Zahlen von Österreich nicht wirklich interpretierbar sein könnten. Ja, ist dann die Frage, ist das eher ein Vorteil, wenn das boykottiert wird? Ne? Weil die das dann doch machen, das sind die besonders strebsamen und dann schneidet man auf einmal besser ab. Das ist ja auch der Trick, als man in Nordrhein-Westfalen angefangen hat, zentrale Prüfungen am Ende der Unterstufe zu machen. Und da gibt es so Gesamtschulen, die haben Kurse, die sind eher auf Hauptschulniveau, Kurse, die sind eher auf Gymnasialniveau. Und kurz vor den Testungen sind dann immer noch mal ein ganzer Satz von Schülern in den Hauptschulkurs geschoben worden, weil das in beiden Gruppen die Ergebnisse verbessert. Also die schwachen Schüler aus dem Gymnasialkurs schieben sie halt mal 2 Wochen lang in den Hauptschulkurs, dass sie da bei der Testung teilnehmen und danach nehmen sie sie wieder zurück. Da wird aber in beiden Gruppen der Testwert besser. Weil der Testwert ist ja sozusagen immer relativ gesehen. Also hier bei PISA glaube ich aber nicht, dass da systematisch gefuscht wird. Es gibt ein paar Länder, wo die Zahlen irgendwie darauf hindeuten, dass da Unregelmäßigkeiten sein könnten und da man schwachen Schülern gesagt hat, ah, du könntest eigentlich morgen auch mal zu Hause bleiben.
Ja, man weiß das insbesondere von den USA, wo es dieses High-Stakes-Testing gibt, wo dann Lehrergehälter und sowas davon abhängen, dass da massiv geschummelt wird. Also mit allen Mitteln versucht wird, die Testergebnisse zu schönen. Jetzt bei PISA hängt ja eigentlich nicht viel dran. Da geht mal 3 Wochen durch den Blätterwald. Österreich ist nicht so doll. Da bricht ja keinem Zacken außer Krone. Also da hängt noch nicht so viel dran. Deswegen ist da die Schummelei auch nicht so schlimm. Was haben die für ein Bild mathematischer Leistung? Ja, das ist relativ ehrgeizig. Also die Kapazität eines Individuums, die Rolle, die Mathematik in der Welt spielt, zu identifizieren und zu verstehen und hier gut begründete mathematische Urteile zu fällen und sich in einer Weise mit Mathematik auseinanderzusetzen, so dass eben Zeiten des späteren, des derzeitigen und späteren Lebens als konstruktiver, reflektierter und engagierter Mitbürger erfüllt werden. Ja, das ist schon ein ganz schönes Fund. Sagen halt viele, ja, ist aber auch Quatsch. Ne? Also da sind halt lauter so Aufgaben, wo ein Schüler sich 2 Minuten mit auseinandersetzt. Da kann ich nicht erkennen, ob der die Rolle identifiziert und versteht, die Mathematik in der Welt spielt. Die Hälfte der Lehrer versteht die ja gar nicht. Also das ist vielleicht ein bisschen überehrgeizig. Das ist auch so teilweise gehört worden. Und man hat das dann 2012 bis 2015 so etwas weiter ausspezifiziert. Da steht jetzt, die Fähigkeiten des Einzelnen, Mathematik so aufzuschreiben, einzusetzen und zu interpretieren, in einer Vielzahl von Kontexten mathematisch zu argumentieren und mathematische Begriffe, Verfahren, Fakten und Werkzeuge zum Beschreiben, Erklären und Vorhersagen von Phänomenen einsetzen. So, das ist quasi der erste Satz. Der sagt jetzt etwas konkreter, was man tatsächlich in den Aufgaben mit Mathematik tut. Und dann kommt wieder dieser zweite Teil und da steht jetzt eben, er unterstützt die Lernenden dabei, dass die später mal irgendwann die Rolle von Mathematik in der Welt verstehen und so weiter. Also dieser Einschub, der hier gemacht worden ist, der soll versuchen, das so etwas konkreter zu sagen, was eigentlich in den Aufgaben abgebildet ist. Und das stimmt schon, also es sind immer Beispiele, wo, also es gibt eigentlich ganz wenig Beispiele, wo nicht ein außermathematischer Kontext ist. Es ist auch der Anspruch, dass das Sachen sind, die für die Schüler vielleicht so ein bisschen ungewöhnlich sind und die ja flexibel bestehendes mathematisches Wissen einsetzen müssen, um damit irgendwie zurechtzukommen. Also so im Grunde genommen kann man sagen, naja, wenn Sie sich an die LBVO orientieren, könnten Sie sagen, naja, also bei PISA dürften eigentlich nur 3er-Schüler teilnehmen. Weil für 4er-Schüler wird das gar nicht verlangt, was da steht. Wenn ich jetzt so ein bisschen strikt wäre. So, hier ist das Beispiel, wird dann immer schön hergenommen zum Illustrieren. Hier ist die Fläche der Antarktis, daneben ist hier so ein Maßstab aufgezeichnet. Schätze die Fläche, um den Maßstab zu benutzen. Das Problem ist, das Beispiel ist in der Realität geschlossen gestellt worden mit Ankreuzoptionen und das war so, dass je nachdem, welches Näherungsverfahren man genommen hat, die eine oder die andere Sache rauskommen konnte und dann haben sie das Beispiel weggeschmissen. Also das ist quasi ein Beispiel, das immer hergenommen wird, um zu zeigen, ah, hier, da ist auch so ein offenes Herangehen und so, aber das konkrete Beispiel ist nie wirklich in der Testung eingesetzt worden. Deswegen steht hier typisches illustrierendes Beispiel mit so einem kleinen Fragezeichen. Es ist eh auch hier das Problem, dass nur ein ganz geringer Bruchteil der Beispiele, die in PISA drin sind, veröffentlicht werden, eben auch, weil man wieder die Beispiele braucht, um in den Folgejahren das miteinander zu verknüpfen. Und das ist so was, wo man sagt, ach, das ist eigentlich nicht schön. Eine Wissenschaft eigentlich Transparenz haben, damit man auch die Ergebnisse kritisieren kann. Und wenn dann nur so ein ganz kleiner Teil der Aufgaben öffentlich ist, ja, dann gibt es immer so die Leute, die sagen, ja, ja, die Beispiele, die ihr da veröffentlicht, das ist aber auch hier die Creme de la Creme. Den ganzen anderen Scheiß, den kriegen wir gar nicht zu sehen. Und das ist schon grundsätzlich ein Problem, dass man sagen kann, aber wenn so Testungen sind, an die ja auch relativ große bildungspolitische Maßnahmen dann angehangen werden und es ist eigentlich von wissenschaftlicher Seite sehr, sehr schwer, da kritisch Stellung zuzunehmen.
So, wie ist das so aufgebaut? Hier sieht man das mal, wenn man so einen Hauptjahrgang hat, hat man immer eine Abdeckung von ungefähr 20 Beispielen in den Bereichen Größen, Unsicherheit, das ist Größen, das ist im Wesentlichen so Arithmetik. Unsicherheit ist eh auch klar, was das ist. Da ist alles mit Stochastik und Statistik drin. Veränderungen und Zusammenhänge ist so das Funktionale und Raum und Form ist halt das Geometrische. Wobei das nicht ganz 100% diese Unterteilungen sind. Da ist das so einigermaßen gleich verteilt. Und Sie sehen, dass das halt in so einem Jahrgang, wo das nicht der Hauptteil ist, dann auch nicht immer ganz, ganz so gleichmäßig verteilt war. So, hier sieht man, blätter ich mal weg. Ach so, das ist vielleicht noch interessant, weil das kommt nachher auch in dem Video zur Matura vor. Es ist auch versucht worden, so kontextmäßig irgendwie eine gewisse Ausgewogenheit hinzubekommen. Und da gibt es so Bereiche persönlich, Schule, Beruf, öffentlich, wissenschaftlich. Und das ist eigentlich bei PISA hier oben mit drin. Das ist jetzt nur Peschek, der das dann da rausgerechnet hat. Die haben eigentlich das Innermathematische wissenschaftlich drin. Und wissenschaftlich ist im Englischen eigentlich scientific und meint eindeutig nur Naturwissenschaften. Also da ist nichts mit Gesellschaftswissen gemeint. Diese gesellschaftlichen Sachen, die sind dann eher hier drin, wenn da Beispiele sind. So, und dann sieht man auch halt ein sehr großer Teil geschlossener Aufgaben oder halboffener Aufgaben. Also kurz geschlossen meint sowas wie, da ist halt ein Feld, wo man eine Zahl oder einen Buchstaben, ne, irgendwas ausrechnet. Und Multiple Choice ist eh klar. Sie haben ja fast alle schon mit Multiple Choice maturiert, also kennen Sie das. So Aufgaben, wo man was ankreuzen muss, ne? 5 Möglichkeiten, 2 ankreuzen. Und offen sind so Sachen, wo man tatsächlich einen Begriff oder eine Begründung hinschreiben muss. Das Problem ist immer, dass die natürlich in der Auswertung einfach deutlich teurer letztlich sind. Es geht viel schneller, die anderen Sachen auszuwerten. Die kurz geschlossen und Multiple Choice geht im Wesentlichen computerisiert auszuwerten und offen, da brauchen Sie noch ein paar Jahre KI-Entwicklung, bis das computerisiert ausgewertet werden kann. Und deswegen sind die einfach sau viel teurer. Und das ist natürlich ein Argument, da nicht zu viele davon reinzunehmen. So, der PISA-Test hat auch diese 500-100-Einteilung. Aber da ist das im Grunde genommen so, jedes Mal, wenn PISA läuft, ist das arithmetische Mittel der Leistung aller Schüler auf der ganzen Welt ist 500. Und zwischen 400 und 600 sind 67% aller Schüler. Jedes Mal aufs Neue ist das einfach so. So, jetzt kann es schon sein, dass Österreich dann in einem Jahr 480 hat und im nächsten 520. Das heißt aber nur, da können Sie dann sagen, entweder Österreich ist besser geworden oder wenn Sie Pessimist sind, sagen Sie, alle anderen Länder sind schlechter geworden. Also Sie haben quasi immer nur den Vergleich relativ zur Gesamtheit. Funktioniert hier also etwas anders als bei den Standards. Und da ist jedes Jahr wieder aufs Neue auf 500 gesetzt. Steht hier auch Kompetenzstufen im PISA. Da gab es jetzt nicht so Experten, die geguckt haben und gesagt haben, ab da ist das eingefüllt, sondern die sind einfach ganz pragmatisch hingegangen und haben gesagt, zwischen 400 und 600, da teilen wir in gleich große Intervalle. Und die erste nennen wir halt Kompetenzstufe 1, die zweite Kompetenzstufe 2. Und dann sind sie hingegangen und haben so geguckt, welche Aufgaben können denn die Schüler typischerweise lösen, die diese 400 haben und haben dann so eine Beschreibung für die Kompetenzstufe erstellt. So, und hier, das ist die wesentliche Erkenntnis von Peschek und Schneider. Österreich liegt relativ unauffällig in einem breiten Mittelfeld, knapp über dem OECD-Schnitt. Es tut sich über die Jahre wenig. Ist also eigentlich alles nicht so spannend. So, und hier sieht man das auch mal. Teilweise mit Lösungshäufigkeiten auch wieder dabei. Österreich-Punkte, warum steht da einmal 515 und dann 507? Ah ja, da war die Zusammensetzung der Teststichprobe nicht richtig im Jahr 2000. Da haben die zu viele Leute aus AHS in die Stichprobe genommen. Und dann hat sich so ein Wiener Statistiker, ich glaube dieser Neuweg oder wie der heißt, der jetzt auch noch so einen Blog schreibt, der hat sich da beschwert. Und dann sind die Ergebnisse neu berechnet worden und dann war es nur noch 507. Das war auch so ein bisschen peinlich, weil in demselben Jahr war Deutschland schlechter und man hat sich so gefreut, dass Österreich so viel besser war. Und dann kam dann aber nachher heraus, dass das teilweise einfach an einer falschen Stichprobenziehung lag. Das
Aber im Schnitt ist Österreich, hat Österreich immer besser, etwas besser abgeschnitten als Deutschland. So, aber man sieht zwischen den Jahren so richtig viel tut sich das da nicht. Und diese paar Pünktchen da über oder unter dem Durchschnitt sind auch nicht so gewaltig. Wenn Sie mal schauen, 505 Österreich sind 49,8% Lösungshäufigkeit und 500 wären dann 8, also beziehungsweise 498 wären 48,1. So, jetzt ist noch, warum steht der Schnitt OECD 498? Ich habe ja vorhin gesagt 500. Da sind die Nicht-OECD-Länder ja rausgerechnet. Mit denen zusammen kämen sie genau auf 500. So, und jetzt geht das so über die Jahre, dümpelt das dann immer so ein bisschen. Also hier langsam mal weniger Chinesen mit testen, dann kommen wir auch bei OECD wieder auf 500. So, das. So, und hier ist das auch nochmal als ein hübsches Bild, wo man sieht, selbst die Finnen, die ja so als Götter gelten, ja, die haben halt durchgängig irgendwie so 10% Lösungshäufigkeit dann mehr in dem mittleren Bereich und dadurch holen die halt ihre Punkte. Ob das jetzt so wahnsinnig relevant ist, was sie da mehr können, hier sieht man mal für Österreich, was geht ganz gut, was geht nicht so gut, was geht mittelgut. Und da ist es auch so, ist sehr oft gesagt worden, also diese geschlossenen Aufgabenformate, das wäre so untypisch für die Österreicher, deswegen wird das so schlecht gehen. Sagt jetzt diese Grafik eher nicht. Also die Grafik sagt eher, besonders schlecht gehen die Sachen, wo man ein bisschen was argumentieren und offen hinschreiben muss. Also das ist nicht im Wesentlichen der Effekt, dass sie nicht wissen, wie sie bei einer Multiple-Choice-Aufgabe ankreuzen müssen. Das ist viel weniger, als das immer behauptet wird. So, hier mal so Beispiele. Leichtes Beispiel. Wechselkurs, Mai Ling aus Singapur wollte für 3 Monate nach Südafrika gehen. Sie muss einige Singapur-Dollar in afrikanische Rand wechseln. Mai Ling wechselte 3.000. Was hat sie erhalten? Das geht Lösungshäufigkeit in Österreich 87%, OECD-weit 80%. Das geht also in Österreich eher gut. Das geht überall schlecht und in Österreich besonders schlecht. So eine Manipulation in so einer Grafik erkennen, beziehungsweise ging 2006 schlecht. Jetzt mittlerweile habe ich ja den Eindruck, dass das irgendwie massiv zugenommen hat. Also alle Lehrer wollen immer Manipulationen von Grafiken unterrichten. Am besten noch, bevor man überhaupt die Grafiken unterrichtet hat. Also direkt mit den Manipulationen anfangen, bevor man verstanden hat, was so ein Diagramm eigentlich ohne Manipulation ist. 12,6 und 15,4%. Da kann man auch schon sagen, naja, ist dann eigentlich auch fast ein bisschen egal, dass die Österreicher da noch 2 Prozentpunkte drunter liegen. Das wäre eigentlich überall wünschenswert, dass das mehr als 15% der Leute erkennen, inwiefern das hier eine manipulative Darstellung ist. So ein bisschen spaßig ist das, dass es eine ganz ähnliche Grafik gibt für PISA-Ergebnisse. Das ist dann so ein kleiner Meta-Joke quasi. So, und hier sehen Sie noch die durchschnittliche Lösungshäufigkeit nach Schulsparten. Wobei das ja so auch ein etwas ungünstiges Alter ist, um die zu testen. Aber da sieht man dann schon, also diejenigen, die da noch im Pflichtschulbereich sind, in dem Alter, da geht dann halt wirklich wenig. Aber da müssen wir jetzt auch so ein bisschen an Polytechnikum und so denken, dass die da irgendwie nicht so toll abschneiden wie die Leute, die es an die BHS oder AHS geschafft haben. Kann man jetzt irgendwie nicht dem Poli vorwerfen, denn die können sich die Schüler ja auch nicht aussuchen. So, jetzt gibt es noch Matura, aber das kommt im Video. Sehr gut, also sind wir zeitlich ganz gut durchgekommen.